Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play O-Ton. Wir sind mal wieder hier bei Dishonored und mir fliegt hier gleich der ganze Sound um die Ohren. Meine Herren, ist das laut. Da muss ich gerade mal ein bisschen den Sound runterdrehen. Ja, was haben wir beim letzten Mal hier gemacht? Wir haben irgendwie die Ventile aufgedreht und jetzt fliegt hier schon echt einiges irgendwie uns um die Ohren. Ich bin gerade überlegen, achso genau, ich muss ja zu der Lady da hinten, zu der Ames. Ah, komm schon. Alles nicht so einfach. Jetzt haben wir hier die. Da ist er. So. Time is short. Now about the Delilah. You're sailing in murky waters, assassin. Now, they say that ship was sold to Rothwild cheap by one of his business partners, a barrister Arnold Tinch. They'd planned to sell a portion of the whale oil on the black market, instead of giving it to the Lord Regent. Treason. Would that be why you're here? My reasons are my own. The black market doesn't concern me. Interesting. Because that's only half the story. Arnold Timsh sold that ship to Rothwild because he was afraid of its namesake. Timsh fell in love with a painter named Delilah. It was a scandal of the season. That shrunken old lecher acting like a giddy schoolboy over a nobody. A former serving girl from Dunwall Tower. Let me guess. It didn't end well. It never does. But there's a mystery to this one. Something happened that frightened him very much. He dropped her overnight and sold the ship for a quarter of what it's worth. And Barrister Timsh is not a man who scares easy. If you want to know more, you'll have to ask him yourself. But I very much doubt he'll tell you. I guess we're done here. Aha. I'll meet you outside. Okay, jetzt haben wir noch ein Achievement bekommen. Just Business. Delivered information you needed. Yada, yada, yada. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob man hier auch irgendwie anders durch... Ach, Cleaner Hands gibt's noch. Ja, hervorragend. Ja, es gibt auf jeden Fall noch eine ganze Menge an Achievements, die ich noch nicht gemacht habe. Zum Beispiel das hier, Kill a Tallboy with Only Your Sword. Da hat mich der Lavarakan mal draufgebracht, einer von meinen sehr treuen Zuschauern. Attach an arc mine to a rat resulting in a kill. Ach, das ist ja witzig. Ja, hier gibt's auf jeden Fall echt noch eine ganze Menge, was man machen kann. Habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. das ist halt eigentlich das Coole an dem Spiel. Man kann das auf so viele verschiedene Arten und Weisen kann man das spielen und auch immer wieder zurückkommen und neue... Was heißt immer wieder zurückkommen? Man kann das Spiel immer wieder neu spielen und dann halt irgendwie auf neue Arten und Weisen halt da dran gehen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das Spiel verleitet auf jeden Fall jemanden, also den Spieler dazu, das mehrfach zu zocken. Und deswegen, ich bin mal sehr gespannt, ob ich dann in Zukunft auch irgendwann die Zeit habe, um das Spiel halt nochmal ausgiebig auf meine Art und Weise ohne Let's Play dann zu spielen, um halt dann irgendwie anderweitig ranzugehen. Oh. Alles klar. Wir haben schon wieder Gesellschaft. Das war ja irgendwie klar, war zu erwarten. Okay, wir sollten vielleicht hier irgendwie versuchen rauszukommen. Verdammt, nee, so wollte ich auch gar nicht lang. Meine Herren, jetzt ist die einfach weg. So. Jetzt beamen wir uns mal hier rüber. Da ist der Ausgang.
Tja. Werde ich dann wohl da hinkommen? Dammit, das war, glaube ich, irgendwie ein bisschen falsch. Okay. Ach so, ja, jetzt weiß ich natürlich, wie ich da hinkomme. Aha, Trick 17. Ups, das hat ein bisschen wehgetan. Ja, sorry Leute, ich musste wieder so ein bisschen ins Spiel reinfinden. Hab jetzt, glaube ich, knapp 2 Wochen nicht mehr gespielt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch gerne weiterhin nicht nur einfach spielen, sondern auch über Themen mit euch sprechen. Ich muss jetzt mal gerade gucken, dass jetzt hier nicht irgendwie... Also was heißt mit Themen über euch sprechen? Ah, fuck it, ich wusste es doch. Es war so klar. Hier kann ich doch bestimmt irgendwo... Nee, hier kann ich auch nicht raus. Damn. Das sind mir zu viele. Ach, Menschenskinder. Jetzt muss ich ja auch noch irgendwie so ewig lang rumprokeln, bis ich aus diesem Kackschuppen wieder raus bin. Ich dachte, das kriegt man schnell hier mal Evans so gemacht. Aber nee. Die sind hier irgendwie hartnäckig. Moment. Hier vielleicht? Nee, das war nicht der Ausgang. Okay. Ja! Perfekt, das habe ich nämlich gesucht. Haha! So, da kommen wir nämlich jetzt hier wieder in die Kanalisation und sollten hier ungesehen auch wieder raus verschwinden können. Hoffe ich zumindest. Ja, das sieht gut aus. Okay, Thema. Ja, jetzt sind wir schon ziemlich weit irgendwie in der Folge drin. Deswegen... Irr. Naja, sag. Deswegen... Ich glaube, spare ich mir das einfach fürs nächste Mal auf. Ja. Oder? Ach, nee. Also, neue Spiele-Releases. Ist jetzt vielleicht nicht mehr so super neu, aber das Spiel Thief ist rausgekommen. Was eigentlich ziemlich vielversprechend aussah, fand ich so die ganze Zeit. Ich habe auch den ersten Teil auf jeden Fall gespielt. Den zweiten, glaube ich, auch noch. Den dritten dann, glaube ich, aber nicht mehr so intensiv. Fand ich immer sehr cool. Jetzt muss ich mal gerade hier in die Missionsbeschreibung reingucken. Meet Billy Rurk. Ah ja, das muss ich noch machen, genau, alles klar. Ja, und das auf jeden Fall ein sehr cooles... ein sehr cooles Franchise, oder ein sehr cooler Franchise, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es sind, waren immer sehr, sehr coole, interessante Spiele, und die auch auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen irgendwie gespielt werden konnten. Und irgendwie haben sie das bei dem neuen Teil so ein bisschen verkackt. Also, da ist wohl echt viel Freiheit einfach flöten gegangen. Was? Wo? Okay.
Ich höre Leute. Wie gesagt, wer es nicht kennt, Thief, das wird mit Sicherheit nicht mehr auf jedem modernen PC sauber laufen. Aber eigentlich waren das sehr coole Spiele und wenn man es irgendwie vielleicht schafft. Oh. Mal schnell in Deckung gehen. Wenn es irgendwie zum Beispiel so bei Good All Gaming zum Beispiel Angebot mal sein sollte, lohnt es sich auf jeden Fall, das Spiel zu kaufen. Denn, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ich kann doch einfach meine... Wo ist denn? Meine Dark Vision hier einsetzen. Mann, Mann, Mann. Das kommt davon, wenn man das jetzt länger nicht mehr gespielt hat. Kuckuck. Hallo? Hol dir den. Krapsch. So, den nehmen wir noch mit. Oh, da hinten kommt sein Kollege. So, muss mal schlafen. So, den lassen wir jetzt einfach mal da oben. Scheiß auf den Typen. Ja, da unten meine ich. So. Das haben wir gemacht. Und jetzt? Jetzt muss ich mal ganz kurz in dieses Rezept reinschauen. Da. Portside Iowa, well, newly dead plop. Newly dead, genau. Plop it in the pot. Grizzly and red weeper. Weeper weeps no more. Lay to rest on blood edged floor. Okay, also ich brauche das Fleisch von einem Weeper wahrscheinlich. Gab's hier Weeper? Get out now. Cause it's dangerous out here. Ja, genau. Thief. Bisschen enttäuschend. Leider. Fand ich echt schade, weil sah nach einem sehr vielversprechenden Titel aus. Auch mal wieder. Damn it. Ach, crap. Jetzt muss ich trotzdem... Jetzt lade ich einfach nochmal neu. Dammit. Ja, sorry, Leute. Das habe ich verkackt. Genau, also, sah nach einem sehr vielversprechenden Titel aus. Ich habe den irgendwie von vor ein, zwei Jahren, glaube ich, habe ich da mal ein Video zu gesehen auf der E3. Also von der E3, nicht auf der E3. Und, habe mich natürlich total gefreut darüber, weil das ist ein Spiel, das kenne ich halt jetzt auch echt schon aus meiner Jugend noch, die Serie. Und hätte es halt total cool gefunden, das irgendwie nochmal in einem neuen Titel, also in einer neuen Version zu spielen. Aber ich glaube... ganz ehrlich, dass ich das, ich werde es mir mit Sicherheit mal anschauen, wenn es irgendwie was günstiger geworden ist und, man es vielleicht irgendwie für ein paar Euro kriegen kann, aber solange das irgendwie in Vollpreis, also ich glaube, im Vollpreis würde ich dafür halt nicht ausgeben, weil dafür ist es, glaube ich, einfach nicht so super oder zumindest nicht das Spiel, was mich anspricht. Sagen wir so, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass es schlecht ist, sondern einfach, Ich wähle da sehr vorsichtig aus, wofür ich mein teuer verdientes, sauer verdientes Geld irgendwie ausgeben möchte. So, jetzt.
Beamen wir uns nochmal hier rüber. Guckt der jetzt woanders hin? Okay. Na. Hallo? So. Okay, jetzt hauen wir der Granny Rex hier nochmal den... Alter Schwede. Hier den Scheiß in den Topf. Und, ja, an der Stelle muss ich leider die Folge auch schon wieder beenden. Hat alles jetzt ein bisschen, war ein bisschen kompliziert. Ja, also wie gesagt, Thief ist mit Sicherheit ein Blick wert. Vielleicht für PC, weil es da relativ schnell sehr günstig geworden ist. Allerdings irgendwie, keine Ahnung, 50, 60 Euro dafür, gerade für Xbox One oder so auszugeben. Nee, das würde ich glaube ich nicht machen. Naja, liebe Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran.